Man könnte meinen, es sei die Fortsetzung des Wahlkampfes, markige, fast nationalistische Töne von Alexander Gauland und eher weichere von Alice Weidel, den beiden Spitzenkandidaten zur Bundestagswahl. Die AfD-Wahlparty läuft noch. Mein Kollege Alexander Kehler war den ganzen Abend dort, ist jetzt aber unten draußen auf der Straße. Denn die linke Szene Berlins hat sich mobilisiert und seit einigen Stunden mit Polizeibeobachtung dort vor dieser Wahlparty der Alternative für Deutschland. Alexander, bevor wir zum Inhaltlichen des heutigen Abends kommen, wie ist die Situation momentan? Ist es nach wie vor sehr angespannt? Ja, die Wahlparty, wenn man so will, hat sich quasi aus dem Traffic Club hier am Alexanderplatz auf die Straße verlagert, allerdings dann ohne die AfD, sondern gegen die AfD. Es sind etwa 1000 Demonstranten hier inzwischen aufgezogen. Es sind im Laufe des Abends immer mehr geworden. Die Demonstranten selbst sprechen von 2000 aus der linken Szene, aus der linksautonomen Szene hier in Berlin. Wird gerufen, was man von Gegendemonstrationen gegen die AfD schon kennt, Nazis raus oder hier speziell ganz Berlin hasst die AfD. Es werden Stinkefinger gezeigt, sowohl in Natur als auch auf Transparenten. Auf einem Transparent steht, 13% seien ja eine Schande. Nur 13% sind in einer freien Wahlentscheidung in Deutschland für die AfD abgefallen. Also wie gesagt, hier Proteste. Die Polizei hat das aber im Griff. Es fliegen zwar ab und zu mal Flaschen, aber ansonsten ist es hier zumindest bislang friedlich geblieben. Alexander, kommen wir zu dem Inhaltlichen, was wir gerade gehört haben. Die markigen Töne von Alexander Gauland. Wir werden die Bundesregierung und Angela Merkel jagen. Und unser Land und unser Volk werden wir uns zurückholen. Alice Weidel sprach eher von konstruktiver Opposition. Was erwartet uns von der Alternative für Deutschland im neuen Bundestag? Fundamentalopposition oder dann doch tatsächlich konstruktives Mitarbeiten an der konstruktive Opposition? Ja, das hat man ja hier gerade gesehen in der Ambivalenz, in der die beiden Spitzenkandidaten aufgetreten sind. Zuckerbrot und Peitsche quasi für den Bundestag. Einerseits muss man natürlich auch dem Wähler zeigen, dass man eben mehr Opposition in den Bundestag bringt. Das war ja eine der Motive, die AfD zu wählen. Da will man jetzt nicht der streichzarte Schmusekater sein, sondern man will natürlich ganz rustikal im Bundestag vorgehen. Andererseits, Alexander Gauland hat das auch gesagt, erkennt man natürlich die Gefahr, wenn man da viele von der Leine lässt, dass das Parlament nicht nur entwertet wird in seiner Würde, sondern dass das auch auf die AfD negativ wieder zurückfällt. Wie man damit umgehen wird in der Zukunft, in der nächsten Legislaturperiode, vielleicht wird man erst etwas schärfer beginnen und sich im Laufe der Zeit dann etwas zahmer zeigen, auch im Hinblick dann auf die nächste Bundestagswahl und wie man überhaupt weiterverfahren will mit Opposition und einer zukünftigen möglichen Regierungsbeteiligung. Das müssen wir sehen. Die Art und Weise, wie hier hinter mir gerade auf die AfD reagiert wird, ist mutmaßlich der falsche Weg. Ich hatte heute im Laufe des Abends Gelegenheit, mit mehreren AfD-Politikern zu sprechen, mit dem Spitzenkandidaten der Partei, mit Alexander Gauland und auch mit der Parteivorsitzenden Frauke Petri, die ja in einer schwierigen Situation ist. Sie hat ja diesen eher rechtsnationalen Weg des Spitzenduos in den letzten Wochen ja abgelehnt. Sie hat ja in einem Interview letzte Woche gesagt, sie hat sich davon distanziert als Parteivorsitzende. Jetzt geht dieser Sieg oder dieser Wahlerfolg, sagen wir es mal, mit Alexander Gauland und Alice Weidel nach Hause. Und sie steht jetzt möglicherweise sehr isoliert da. Erster Interviewpartner, 10 Minuten nach der Prognose heute um 18 Uhr, war allerdings Alexander Gauland. Danach Frauke Petri. Ja, bei uns Alexander Gauland, der Spitzenkandidat der AfD, 13,5%. Großer Erfolg für die Partei. Ist das Ihr persönlicher Erfolg? Nein. Erstens mal hatten wir 2 Spitzenkandidaten, Alice Weidel war die andere. Das ist der Erfolg der ganzen Partei, der vielen Parteifreunde, derjenigen, die Wahlkampf gemacht haben. Das kann ein Einzelner nicht leisten und nicht mal 2 Spitzenkandidaten können das leisten. Ganz offensichtlich haben Sie im Wahlkampf ja mit gezielten Provokationen Erfolg gehabt. Ist das so ein Stilmittel, das Sie in Zukunft auch anwenden werden? Das bin ich heute schon mal gefragt worden, aber ich habe gar keine gezielten Provokationen landen wollen. Ich habe in einigen Dingen mich klar ausgedrückt zu bestimmten Problemen. Das hatte mit Provokationen gar nichts zu tun. Und man kommt gar nicht auf die Idee, dass wenn alle anderen das Wort entsorgen brauchen und wenn ich es gebrauche, ist es eine Provokation. Deswegen, das war nicht beabsichtigt. Es ging um die Herkunft der Integrationsministerin, Frau Özoğuz. Genau, aber da sie einen türkischen Pass hat, habe ich es überhaupt nicht als... Auch deutsche Staatsbürgerin. Aber sie hat auch einen türkischen Pass. Und da habe ich ihr nur empfohlen, dass sie möglicherweise in einem anderen Land
wo sie mehr von der Kultur versteht, besser aufgehoben ist. Das hatte überhaupt nichts mit Provokation zu tun. Die Frage nach den Provokationen kommt auch daher, dass sich immer wieder die Frage gestellt wird, was will die AfD eigentlich sein, eine bürgerliche Partei oder eine mit völkischer Schlagseite? Von völkischer Schlagseite gar nicht, aber wir sind sowohl bürgerliche Reformpartei wie eine Verbindung zu vielen Basisdemonstrationen, den Menschen, die auf der Straße, ob gegen Windräder oder gegen Flüchtlinge protestieren. Und wir müssen die Verbindung zu beiden Teilen halten und dürfen nicht auf einer Seite runterfallen. Das habe ich immer gesagt. Eine Sowohl-als-auch-Strategie. Genau, Sie sagen es. Frau Petri, wie bewerten Sie das Ergebnis Sieg für die AfD, aber Niederlage für Frau Petri? Sieg für die AfD, ganz klar, wenn man noch nicht die Mehrheit errungen hat, aber vor allem das errungen hat, was Deutschland so dringend braucht. Eine frische Kraft im Deutschen Bundestag, damit wir endlich auf parlamentarischer Ebene die wichtigsten deutschen Fragen diskutieren. Vorhin in dem Moment des Triumphs um 18 Uhr waren Sie gar nicht hier. Sie sind jetzt gerade vor 20 Uhr erst gekommen. Hat das einen Grund? Ja, das hat einen ganz klaren Grund. Ich habe Interviews geführt, um unser Wahlergebnis bereits zu interpretieren, damit unser Standpunkt in die Öffentlichkeit getragen wird. Ist es denn auch ein Zufall, dass Alice Weidel, die Spitzenkandidatin, hier bei den Danksagungen ausdrücklich Alexander Gauland und Jörg Meuthen erwähnt hat, aber Sie vergessen? Wissen Sie, ich war hier nicht dabei. Ich glaube, alle, die Wahlkampf gemacht haben, kennen ihren Anteil. Und ich arbeite seit 4,5 Jahren für diese Partei. Wir haben aus dem Nichts angefangen. Und ich glaube, dass die AfD nach wie vor eine Chance hat, ist darauf zurückzuführen, dass auch ich meinen Teil sogar mit meinem Kind in diesem Wahlkampf geleistet habe. Nun haben Sie ja in der letzten Woche ein Interview gegeben, ein Zeitungsinterview, das Aufsehen erregt hat. Sie haben sich von dem, sagen wir mal, rechtsnationalen Kurs von Frau Weidel und Herrn Gauland distanziert. Aber offensichtlich hat sich dieser Kurs ja nicht nur durchgesetzt, sondern auch zu diesem Wahlsieg geführt. Haben Sie da aufs falsche Pferd gesetzt? Na, ich glaube, wir sollten mal jetzt bei den Fakten bleiben. Ich habe ein Interview gegeben, in dem ich gesagt habe, dass in der Tat Wähler immer wieder auch von Äußerungen aus der Partei heraus entsetzt sind. Die Frage war in Wirklichkeit ein klein bisschen anders gestellt, als am Ende im Interview stand. Wir erleben das. Und die Überschrift im Artikel passt am Ende auch nicht ganz zu dem, was ich gesagt habe. Unabhängig davon, glaube ich, haben wir in der AfD nach wie vor das Problem, dass wir eben nicht mit einer Stimme sprechen und dass wir hauptsächlich Protestwähler anziehen und nicht so sehr die Wähler, die wir brauchen, um bürgerliche Mehrheiten zu erreichen. Das ist für eine junge Partei völlig normal, insofern kein Grund zur Beunruhigung, wenn wir nicht vorhätten, in, sagen wir mal, absehbarer Zeit auch eine Regierung zu stellen. Das ist mein klarer Anspruch. Ich möchte eine konservative Wende 2021 in diesem Land herbeiführen. Das war ein guter Anfang 2017, aber wir brauchen in der Größenordnung von 25% oder mehr, um dieses Land tatsächlich wieder auf den richtigen Weg zurückzubringen. Und die haben wir eben jetzt noch nicht. Sie sagen, dass viele entsetzt waren über diese Äußerungen. So viele waren es dann aber doch nicht. Sonst sind diese 13,2% ja eigentlich nicht zu erklären für die AfD. Naja, angesichts einer desaströsen Politik der Kanzlerin, einem wirklich schwachen Wahlkampf, in dem keine neuen Konzepte geboten wurden, um die schwierigen Fragen Währung, Migration, Familien, Energiepolitik wirklich auf neue Füße zu stellen, hätte ich für uns, weil das Potenzial für andere Politik in Deutschland bei mindestens einem Drittel, also 30% liegt, hätte man für die AfD sich auch mehr erhoffen können. Das haben wir nicht getan, weil wir wussten, dass die Umfragen relativ nahe dran liegen. Aber deswegen muss der Anspruch jetzt, ab jetzt sein, dass wir diese Mehrheiten auch erreichen. Und dass Bürger uns zutrauen, in diesem Land eine Regierung zu führen. Und dafür werde ich mich stark machen. Wenn Sie so quer zur Fahrbahn des Mainstreams in der AfD stehen, können Sie dann Parteivorsitzende bleiben? Schauen Sie, diese Personalfragen, die gerne am Wahlabend gestellt werden, ich halte es für richtig, die nach der Wahl und in Ruhe zu beantworten. Heute ist die Analyse wichtig, da stellen wir fest, dass wir zwar gepunktet haben, aber das ist noch nicht die Trendwende, nicht die Politikwende war, die Deutschland braucht. Die haben wir ehrlicherweise auch nicht erwartet, aber die muss jetzt kommen und die muss vor allen Dingen vernünftig und professionell vorbereitet werden. Ja, natürlich werden die Personalfragen schon heute Abend gestellt. Möglicherweise ist Frau Petri die Verliererin im Siegertrupp der AfD. Heute Abend den Fraktionsvorsitz im Bundestag, den sie mal angestrebt hat, den kann sie sich wohl abschminken. Und auf dem Parteitag der AfD im Dezember, da wird ja die Parteispitze neu gewählt, da wird es für sie möglicherweise ganz, ganz eng. Hier ist die Lautstärke gewaltig angestiegen in den letzten Minuten. Die Polizei holt jetzt Einzeldemonstranten aus der Demonstrationsgruppierung hier raus. Wie gesagt, es sind etwa 1000. Die Situation ist durchaus noch angespannt hier. Es sind ja immer mehr geworden und es wird unentwegt noch gerufen und skandiert. Wir werden sehen, wie das weitergeht. Aber das war es jetzt zunächst mal hier vom Alexanderplatz in Berlin, von der Wahlparty der AfD zurück ins Völkstudio nach Bonn.
Herzlichen Dank, Alexander Kehler. Claudia Kade, greifen wir das gerade auf, was Alexander Kehler thematisiert hat. Frau Petri war mal das Gesicht der AfD. In diesem Wahlkampf hat sie sich ins Abseits manövriert. Kann sie sich halten als Parteichefin? Ja, das wird spannend, was in den nächsten Tagen und Wochen bei der AfD passiert. Denn tatsächlich haben die Spitzenkandidaten Gauland und Weidel ja jetzt den Nachweis erbracht, dass dieser vergleichsweise gemäßigte Kurs von Frauke Petri nicht zwingend der ist, der den großen Erfolg bringt, sondern Gauland und Weidel haben ja in zunehmender Fortschritt des Wahlkampfs, je näher wir dem Wahltag gerückt sind, eigentlich sich immer radikaler geäußert und sind auch von der ursprünglichen Strategie abgewichen, radikale Äußerungen wieder zu relativieren oder halbwegs zurückzunehmen. Sie haben jetzt wirklich auch dazu gestanden. Und die Hoffnungen der anderen Parteien, dass sich dann bürgerlich orientierte Wähler sozusagen abgestoßen fühlen könnten und sich abwenden von der AfD, diese Hoffnung hat sich nicht bewahrheitet. Denn offenbar gutieren die AfD-Wähler doch, wenn man eben provoziert, Tabubrüche auf die Tagesordnung setzt und sozusagen damit sich gegen das Establishment der etablierten Parteien wendet und Aufmerksamkeit generiert. Professor Probst, wir haben es aus den Zahlen von Jörg Schönborn vorhin gehört, die Masse der AfD-Wähler benutzt die AfD als Protestpartei. Wenn eine Protestpartei aus dem Stand 13% macht, dann müssen die etablierten Parteien was falsch gemacht haben. Was lief da schief die letzten 4 Jahre? Ja, das ist ein Alarmzeichen. Populistische Parteien oder rechtspopulistische Parteien haben immer dann eine Chance, wenn bestimmte Probleme von den anderen Parteien nicht richtig adressiert worden sind. Es gibt ja 3 Strategien im Umgang mit der AfD. Ignorieren, ausgrenzen oder umarmen. Ignorieren hat nicht funktioniert, hat man zu lange gemacht. Ausgrenzen, pauschal ausgrenzen, bringt auch nichts. Umarmen ist gefährlich, wenn man bestimmte Punkte aus der Programmatik übernimmt, die man besser nicht übernehmen sollte. Ich bin immer dafür zu differenzieren. Ich glaube, es bringt nicht sehr viel, wenn man pauschal die AfD als rechtsextremistisch oder als Nazi-Partei bezeichnet. Es gibt unterschiedliche Flügel in dieser Partei, es gibt unterschiedliche Strömungen und Richtungen. Und da sollte man differenzieren, um die nicht noch sozusagen zu einem Block zusammen zu schmieden. Das Zweite ist, man sollte die AfD bei ihrem Anspruch nehmen. Wenn Alice Weidel sagt, wir wollen konstruktive Opposition sein, dann sollte man das auch tatsächlich einfordern. Die Äußerung von Herrn Gauland, jagen, ja, das ist eine Begrifflichkeit, die Kanzlerin jagen, das hört sich anders an als konstruktive Opposition. Und das Dritte ist vielleicht, wir brauchen auch eine andere politische Sprache. Da sind wir noch auf der Suche im Umgang mit dem, was die AfD einfordert. Also das Gefühl, man verliert seine Heimat in einem zusammenwachsenden Europa, in Prozessen der Globalisierung. Also hier sozusagen gibt es noch sehr viel Diskussionsbedarf, auch bei allen Parteien, die sich jetzt der Aufgabe stellen müssen, im Bundestag argumentativ sich mit der AfD auseinanderzusetzen. Professor Probst, auch in der Elefantenrunde wurde ein möglicher Untersuchungsausschuss zur Flüchtlingskrise thematisiert. Jörg Meuthen ganz klar dafür, geht auch davon aus, dass er damit durchkommt. Wird das so kommen? Naja, das hängt vielleicht auch ein bisschen davon ab, wie sich die anderen Parteien dazu verhalten. Also AfD und Linke waren noch nicht ganz sicher, ob sie das machen. Die üblichen Reflexe sind ja da. Ja, das sind die üblichen Reflexe. Natürlich hat die AfD ein Interesse daran, weil sie die Kanzlerin vorführen will und ihr Rechtsbruch nachweisen will. Nun, die FDP hat eine etwas differenzierte Position, hat aber auch gesagt, Rechtsstaatlichkeit wurde im Rahmen der Flüchtlingszuwanderung nicht überall eingehalten. Die Linke hat wiederum ihr eigenes Interesse. Also es hängt jetzt davon ab, was läuft mit den Koalitionsgesprächen. Wenn die FDP mit in die Jamaika-Koalitionsgespräche geht, wird sie möglicherweise ihre Position noch mal überdenken. Aber ausgeschlossen ist es nicht, indem man sagt sozusagen, okay, dann arbeiten wir das offen auf. Es gibt einen Untersuchungsausschuss und man wird sehen, was da tatsächlich passiert ist. Claudia Kade, bisher hatte die AfD ja auch den Vorteil, dass sie eben nicht im Bundestag saß, sondern in den Landtagen wahrgenommen wurde dort. Aber das hatte eben nie diese bundespolitische Bedeutung. Sie als Kollegin der Hauptstadtpresse müssen dann jetzt ja auch neu mit dieser Partei auf die eine oder andere Art umgehen. Wie wird parteiintern jemand wie Poggenburg oder Höcke, der mit Zwischenrufen, extremen Zwischenrufen auffällt, wie wird dann in der Bundespolitik bei der AfD damit umgegangen werden und wie werden Sie als Hauptstadtpresse damit umgehen müssen? Ja, zunächst einmal müssen wir festhalten, dass auch so AfD-Politiker wie Björn Höcke
zwar ein Ausschlussverfahren bekommen haben, aber dieses Ausschlussverfahren zieht sich über Monate schon hin. Es ist bisher völlig ergebnisoffen, wie das ausgeht. Also sprich, eine Ausgrenzung von radikalen Kräften aus der AfD wird es nicht geben. Das erwarte ich nicht. Hat es bisher nicht gegeben, wird es jetzt auch nicht geben. Und wir haben, wenn wir uns die Kandidatenliste der AfD anschauen, dann doch einige extrem Hardliner-mäßige rechtsnationale Kandidaten dabei, die jetzt in den Bundestag einziehen werden. Man muss abwarten, wie die sich dort positionieren. Frauke Petry hat ja gesagt, sie will die Partei vorbereiten auf eine Regierungsverantwortung 2021. Gauland klang da jetzt ganz anders. In der Tat ist es aber wichtig, dass man die AfD nicht als Ganzes jetzt dämonisiert. Ich fand es zum Beispiel verkehrt, dass man kurz vor der Bundestagswahl noch die Geschäftsordnung so geändert hat im Bundestag, dass man auf keinen Fall einen AfD-Vertreter zum Alterspräsidenten haben wird, der dann die konstituierende Sitzung eröffnen wird, sondern man hat dann die Regularien so geändert, dass jetzt der dienstälteste Abgeordnete diesen Part übernehmen soll. Das wäre dann Wolfgang Schäuble. Also, dass man so Lex AfD macht und extra Regelungen trifft, damit man die AfD klein hält. Ich finde das unsouverän. Und da muss der Bundestag, die Presse auch, eigentlich alle Beteiligten müssen da neue Wege finden.